Oida, was geht ab, Leute? Team Bubble Tier. Mit Nico, Tati, Bagisch und unserem neuen Kollegen, der Monolith. Und wir reden heute ein bisschen über DM, allgemeines Organisatorisches, auch Meta-Prediction und was wir so spielen werden und sowas. Fangen wir mal an mit der Fahrt. Fahrt immer ein sehr wichtiges Thema, bei uns auch sehr ein großes Problem gewesen. Ja, mittlerweile ja nicht mehr. Wir fahren dieses Mal zu DM mit 3 Autos, ja, was eigentlich echt unglaublich ist. Also ich fahre mit meinem Auto, ich nehme noch 5 Leute mit wahrscheinlich. Nico fährt mit seinem, nimmt 3 von Team Thunderstorm mit. Und Chong fährt auch mit seinem Auto und nimmt auch, glaube ich, 3 oder 4 von Team Thunderstorm mit. Wir sind wie diese Schlepper von den Flüchtlingen. Wir sind wie diese Schlepper von den Flüchtlingen. Also das war sehr anstrengend, sehr kompliziert, ja, großes Durcheinander. Alles wegen Chong, alles wegen Bagisch. Ja, Mann. Er hat damit angefangen. Oder? Und auch wegen Nico. Was? Bagisch, hast du dazu was zu sagen? Ja. In Bezug auf TPT Real Talk? Ja klar, ich bin immer der Korrekte. Ich war der, irgendwas mal gestartet hat. Ich habe die ganze Zeit gefragt, hey Jungs, machen wir was? Kam nichts. Da musste ich eine Einteilung machen. Auf einmal kamen dann alle. Ich war der Erste, der sich halt getraut hat. Für mich sind die nicht Korrekten, sind für mich Nico und Chong. Das sind die Verräter. Weil die fahren mit Team Thunderstorm und mit wem fährt Chong? Gib mal her, Team Thunderstorm. Auch mit 3-4 Leuten. Ja, klar. Nein, wir sind Team Bubble Tea. Team Bubble Tea fährt zusammen auf Turniere. Und wir fahren nicht zusammen, dagegen kannst du nicht mehr antworten. Deswegen ist eigentlich das Video schon vorbei. Also ich fahre halt früher. Manche können halt leider nicht früher fahren. Wollen halt erst um 12 in der Nacht fahren. Nee, will ich nicht. Und deswegen sage ich mal, ich will ausgeruhter kommen, ein bisschen sich schön einrichten, ein bisschen noch testen, dann abends vielleicht noch ein bisschen Stadt anschauen. Und genau, also. Alter, wir fahren nach Mainz, nicht nach Wien oder so, ja? Oder, da kann ich die Stadt anschauen, aber nicht in Mainz. Warum soll ich Mainz? Gehen wir oder? Abends feiern. Abends gehen wir feiern. Ja, vorbereiten. Das sagen wir jedes Mal, wenn wir auf ein Turnier fahren. Also jedes Prag Mal. Waren wir. Prag waren wir. Waren wir bis, glaube ich, 5, 6 Uhr waren wir, oder? Und dann sind wir wieder um 8 aufgestanden, 2 Stunden Schlaf, hat gereicht. Genau, ansonsten, wie wann losfährt, ist, steht noch nicht klar. Das ist gerade ein Chaos. Wir haben, du. Also ich weiß, dass ich um 1 losfahre und der Rest, schauen wir mal. Ja. Also wir hatten ja diese Woche TPT Real Talk mit Nico. Da hattest du in deinem Video noch extra betont, dass du großen Wert auf die Fahrt und die Gemeinschaft legst. Und jetzt fährst du alleine. Dass wir auf große Turniere zusammenfahren. Ich wollte es halt schnell, ich wollte es halt festlegen, aber es ist halt immer hin und her, wer fährt bei wem mit, wer fährt mit. Was? Wollte schon. Wollte. Was redest du überhaupt? Gebär. Ich schwöre, ich bin gerade richtig wütend. Was? Wir haben schwarz auf weiß, wo er sagt, ich lege Wert auf Fahrten. Wir können nicht früher losfahren, weil Tati noch arbeitet. Brauche ich 2 Autos. Deswegen, ich bin loyal. Ich bin loyal. Deswegen sage ich, okay, kein Problem. Ich fahre nachts mit Tati mit. Aber er so, nein, ich will früher hingehen. Vor dem Video hat er gesagt, ja, ich will mich schön einrichten und sowas und testen. Aber für Freunde kann man schon mal ein paar Stunden weniger schlafen. Hauptsache, wir fahren als Team zusammen hin. Barisch, wie viele Leute sind wir in unserem Team? Ja, wie sind wir? Kannst du aufziehen? Warte, dazu will ich was sagen. Bevor Chong zugesagt hat, ja, waren wir genau 6 Leute, ja, und die hätten genau in mein Auto gepasst, aber du hast ja trotzdem gesagt, nein, du fährst nicht mit, ja, ja, und dann, hast du selber noch gesagt, nein, ich fahre dann alleine, wenn es ist, ja? Antworte darauf jetzt. Wo ist es, wo? Antworte darauf. Ja, ich antworte. Wo ist das Problem, wenn man irgendwie das aufteilt auf 2 Autos für die, die früher wollen? Ich glaube, ich war nicht der Einzige, der früher losfahren wollte, gell, Hong? Und das wäre doch kein Problem gewesen, wenn irgendwie 3 in einem Auto und 3 in einem anderen Auto fahren. Er hat ein 7er Auto, wieso sollen da 3 fahren? Ich dachte, du legst Wert auf, dass wir als Team hinfahren. Ja, aber ich war ja nicht der Einzige, der früher losfahren wollte. Chong zum Beispiel oder Hong wollten auch früher und dann sag ich mal du und optional, die... Optional. Ja, optional. Da kann man diskutieren, wie man will. Nico hat echt Unrecht, oder? Der Barisch hat recht, Mann. Ja, und fertig. Was wir aber nicht verstehen, ist, warum Chong jetzt auf einmal doch jetzt fährt, ja? Und nicht bei uns mitfährt, ja? Das ist das nächste Thema, aber da kann man nichts dazu sagen, ja? Wie ihr seht,
die Fahrt ist ein großes Thema, ein großes Problem. Ja, Mann. Aber gehen wir mal zum nächsten Thema, zur Meta dort. Was erwartet ihr dort? Was glaubt ihr, werden die Leute dort spielen? Also, die Karte Card of the Mice, die fand ich ja schon überkrass. Und genau wie ich es von Hong, aber ihr habt sie zu wenig gehypt. Als ich die Karte gelesen habe, habe ich es nicht glauben können. Und ich wusste, die wird krass und man sieht es überall an den Decks. In verschiedenen Städten und so, Anti toppt nur noch. Anti ist vertreten, alle schauen sich Anti an, viele haben Angst vor Anti. Tati hat zum Beispiel großen Respekt vor Anti, auch zu Recht. Und es ist noch nicht klar, was das beste Deck ist. Manche sagen Monarchen, Cosmo, aber Anti wird hart vertreten sein. Aber es wird eine schöne DM, schön verteilt sein. So sehe ich es auch. Die Karte, wie man sieht, dass eine Karte wieder Anti-Decks wieder stark machen kann, ist schon echt krass. Was ich auch erwarte, sind auf jeden Fall Cosmo. Ich denke auch Burning Abyss werden welche spielen, obwohl Cherry Blossom draußen ist. Antis werden sehr viel vertreten sein, da gibt es ja verschiedene Varianten davon. Und ja, was gibt's noch? Monarchen, mein Hassdeck überhaupt. Ja, ich hasse dieses Deck. Ich hasse es ohne Scheiß, Mann. Aber es wird auch vertreten sein und ich denke auch eventuell, dass es auch wahrscheinlich gewinnen wird. Ja. Weil Monarchen ist für mich so eine Art Anti, so eine Art, so zwischen Anti und, weißt du, das ist so krass irgendwie. Weißt? Also ich weiß nicht, ich finde das Deck einfach nur krass. Ja. Also ich denke, Cosmo mit Viking Island wird sehr häufig vertreten sein, Monarch mit Extra Deck, einige Antis in Form von Klee und Yosenju, Pendeldecks eher weniger, Überraschungsdecks glaube ich eher nicht. Burning Abyss durch die neue Cherry Blossom glaube ich weniger. Es ist echt schwer zu sagen, was wie gespielt wird, was gewinnen kann. Ich denke, es ist wirklich einheitlich verteilt. Man kann nicht sagen, was das beste Deck ist. Es kann auch durchaus sein, ja, es wirklich, man kann wirklich nicht sagen, ich glaube, das wird wirklich gerecht verteilt sein. Also ich glaube nicht, dass da wirklich ein Deck sehr häufig gespielt wird. Das war letztes Jahr Necros, hat alles konstant gewonnen. Deswegen, 80% aller Turniere hat Necros gewonnen. Deswegen sage ich mal, wird es auch wichtig sein, Side Deck, ne, dass man sein Side Deck vielfältig gestaltet. Da kann man, genau, was kann man sonst sagen? Ja. Kommt drauf an, es muss nicht vielseitig sein. Wenn du ein Anti-Deck spielst, was gegen 3 der 4 Meta-Decks gut ist, dann musst du dein Deck nur gegen die Schwachstelle gut machen. Also kommt auf das Deck an, was du spielst. Anti sehe ich halt das Problem, wenn du nicht anfängst. Ob das dann wirklich da durchgehend konstant sein kann, das ist halt problematisch. Wenn du anfängst, ist es wirklich stark. Ja, wenn du anfängst, ist es echt stark. Aber wenn du halt nicht anfängst, der Gegner gibt dir ein krasses Board. Da kann schon schwierig sein. Also da muss man sehen. Wie zum Beispiel der Gravekeeper. Wenn du da nicht anfängst, er gibt dir die ganzen Cosmo-Viecher aufs Feld. Ist schwierig. Deswegen spielt man ja auch Monster Removal, Massenmonster Removal, Raigeki, Dark Holes, Spiegelkraft, Nageldecke. Die muss man alle reinpacken. Wirklich ungefähr 5 Karten, die alle Monster mal weghauen können. Das ist so. Was werdet ihr spielen? Was werden unsere Jungs spielen? Wisst ihr da schon was? Also ich werde vielleicht Anti spielen, ich bin noch nicht sicher. Ich teste es zurzeit und... Spielst du kein Monarchen, Mann? Monarchen? Ja. Mit oder ohne Extra Deck? Mit? Mit Extra Deck. Ich weiß nicht, Monarchen ist mir zu unkonstant. Also dass man da zieht und dass das alles passt, Monarchen ist mir wirklich zu unkonstant einfach. Wenn es auf so viele Runden geht, also... Du findest Monarchen schlechter als das Anti-Deck? Ja. Ja? Ja. Weil ich sag mal so, wegen der Konstanz einfach, weil Anti-Deck, genau, und Anti-Deck, sag ich mal, hast du viele Möglichkeiten, jetzt durch Card of the Mice zum Beispiel, das Deck zu verdünnen, die Karten schnell zu ziehen, und bei Monarchen, sag ich mal, das kann wirklich einfach mal unkonstant sein, kann schlecht ziehen und dann ist vorbei. Aber sind die Anti-Decks jetzt wirklich so konstant geworden, weil früher Anti-Decks war immer so, du ziehst zu viele Fallen oder nie ein Monster oder zu viele Monster und sowas, also ich find's eigentlich auch relativ inkonstant. Ja, wir können uns mal ein Spiel anschauen. Ich habe ja das Klee-Deck da, halt mal kurz. Schau mal, wie viel du jetzt alleine suchen kannst. Also du hast jetzt... Ja, alles, das ist jetzt alles nur zum Deck verdünnen, sag ich mal. Ist jetzt egal. Dreimal Card auf die Mais noch. Aber jetzt hat man so viele Möglichkeiten, einfach die Sachen zu suchen. Ne? Das ist unglaublich. Was hatte man früher? Früher hatte man nur dreimal Pot. Genau, dreimal Pot.
Abstadt hat früher vielleicht keiner gespielt, ne? Oder vielleicht haben es ein paar gespielt. Aber jetzt, wenn noch sowas dazukommt, oder zum Beispiel bei Yosenju Tenki, dann muss man nicht viele Monster spielen. Das geht einfach schnell. Und noch dreimal Cards of Demise, die habe ich jetzt noch nicht. Muss ich noch besorgen. Aber da zieht man sich einfach schnell durch, ne? Und hat dann auch, sag ich mal, Optionen, wenn man nicht anfängt, wie Barosch gesagt hat, einfach mit Dark Hole und Raigeki die Monster zu zerstören, ne? Und dann einfach alles verdeckt zu legen. Keine Angst, Nico, weil wir ein Team sind. Card of Demise mache ich dir klar, ich habe genug. Auf wie viel wird Card of Demise noch steigen, Barosch? Was denkst du? Wird noch weiter steigen, holt sie euch sofort dran, macht so einen Panikeinkauf. Selbst ein Panikeinkauf ist gut, weil nach der DM, nach ein paar Monaten, folgt die EM, nicht vergessen, in Berlin. Und dann drei YCS. Dann drei saftige YCS, stimmt. Wird fünfmal so teuer, oder? Nee, aber die wird konstant steigen, konstant. Sag du, was du spielst jetzt. Ach so, ich spiele mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit Gravekeeper. Ich muss noch einmal testen, ich muss mir noch einmal geben, weil ich wurde wieder gehatet ohne Ende. Es kann wirklich was. Neck Rally ist zu stark und es läuft alles super eigentlich. Und dreimal Card of Demise natürlich. Wieso spielst du nicht dieses Sportler-Deck? Das UA-Deck, das ist gerade hier. Das ist mein Fun-Deck. Es macht richtig Spaß, haut OTKs raus, aber kann im Meter nicht mithalten. Wenn du schon weißt, was du spielen wirst, wozu gibt es eigentlich Barosch, sucht dein Deck? Barosch sucht dein Deck ist ein längerfristiges Projekt. Das wird nach der DM, falls Gravekeeper wirklich so untergeht, ich werde mich zu 100% auf das Thema fokussieren. Wenn Gravekeeper was packt, das Deckprofil und so, ihr werdet alles sehen, dann schauen wir weiter. Je nachdem, spontan reagieren wir drauf. Da bin ich echt gespannt. Also ich werde Cosmo spielen. Ich bin aber noch nicht ganz genau sicher, welches Bild ich spiele, ob ich jetzt das Control-Bild spiele oder das Viking Island. Ich bin noch immer am Testen, aber ich bin zu 70% auf Control. Ist Control mit Strike oder ohne? Ist Control mit Strike oder ohne? Wir werden sehen. ja, also ich hoffe mir sehr viel von dem Deck, aber es wird trotzdem sehr schwer. Ja. Chong wird jetzt zum Beispiel die Fire King-Variante spielen. Hast du irgendwelche Tipps oder Ratschläge an Chong? Ja, das muss er wissen, ganz ehrlich, aber ich weiß nicht, also das ist wie er schon sagt bei Monarchen, du musst halt echt konstant über mehrere Runden einfach das Deck ziehen, ja, wenn du es nicht ziehst, dann brickst du, bist du tot, ja, wenn du ein, zwei Games verlierst, kommst du nicht mehr hinterher oder Mirror Match oder irgendwas, ja, deswegen würde ich halt doch lieber, wie Nico schon sagt, einfach halt mal konstantere Decks einfach spielen und das sehe ich nicht als konstantes Deck eigentlich an. Demi wird noch glaube ich auch Cosmo spielen. Was haltet ihr davon? Ist das ein Deck für ihn oder eher nicht? Ich glaube, das ist überhaupt kein Deck für ihn, weil er kennt, glaube ich, kein einziges Cosmo. Er weiß, glaube ich, nur, dass die Cosmo-Monster, also die sie sich entfernen können und dann die Schiffe beschwören können. Ich glaube, das ist das Einzige, was er von dem Deck weiß. Er weiß auch, dass Notfall-Teleport sehr gut ist. Achso, er weiß auch, dass Notfall-Teleport sehr gut ist mit Tinkien. Aber ich glaube, das war's. Also Fire King, ohne, wenn man die Kombos nicht weiß, braucht man es, glaube ich, gar nicht spielen. So normal, sag ich mal, ohne Fire King Island, ist schwer. Aber mit Fire King Island keine Chance. Keine Chance. Das sehe ich genauso mit Fire King Island, glaube ich, hat er die Kombos einfach nicht drauf, ja. Die sind schon echt schwer zu spielen, man braucht auch gewisse Karten noch im Extra-Deck, um die zu spielen. Noch dazu dachte ich eigentlich, dass er Blue Eyes spielt, weil er hat gesagt, er spielt safe Blue Eyes auf der DM, ja. Er hat es richtig gehypt, Er ist safe, aber spielt dann jetzt auch nicht, ja. Ja, das muss er wissen. Jetzt kommen wir zu Horn und seinem geilen Play. Ja, ich muss... Hab mich für Dracopods entschieden. Hat verschiedene Gründe. Hauptsächlich, weil wir nichts anderes haben. Also ich muss mir halt ein Deck leihen, weil ich keine Karten mehr habe. Und wie ihr gehört habt, Dimi hat sich Cosmo ausgeliehen. Deswegen gibt es für mich nicht mehr viele Optionen. Aber ich finde Dracopods an sich auch nicht so schlecht. CCG hypt es immer noch. Die glauben immer noch an das Deck. Und ich vertraue dem mal. Krasses Team. Auf jeden Fall krasser als wir, als TBT. Was? Und ja, ansonsten... Ich habe es getestet, also... Wir werden es auch noch vielleicht ein Segment machen, wo ich euch zeige, wie ich mich mit dem Deck vertraut mache. Mal schauen, vielleicht. Ansonsten war's das. Schreibt unten in die Kommentare, wie ihr euch auf die DM vorbereitet, welches Deck ihr spielen werdet, was ihr erwarten werdet, ob wir euch dort sehen werden. Falls ja, sagt Hallo, macht Fotos oder so von uns, wenn ihr wollt.
Oder wieder mal Autogramme, haben wir auch schon mal vergeben. Ja, Mann. Kommst zu uns, redet gesund, Alter. Nee, Geschenke nehmen wir auch an. Geschenke nehmen wir auch an. So ist es. Du hast doch ein Date mit Alina Kirschbaum. Ah, stimmt, den meinst dann, ja. Der wird auf jeden Fall richtig krass. Wir haben viele Sachen vor. Wird sicher lustig. Bis dahin, vergesst nicht Yu-Gi-Oh! Serious Business. Alter, was geht ab, Leute? Team Wobbelt hier. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Und checkt unsere Facebook-Seite ab. Da werden jetzt mehr Projekte kommen. Und natürlich checkt unsere Sponsoren ab. Kommt vorbei, schaut beim Fontainment München vorbei. Wir haben immer viel Spaß. Und vergesst nicht, Yu-Gi-Oh! Serious Business.